Fangen wir mal an. Unsere Schirmfrau hat das Mikrofon schon in der Hand. Sandra Minnert, ehemalige Weltklasse-Fußballerin, hat, glaube ich, im Fußball so ziemlich alles gewonnen, was man gewinnen kann und ist auch Respektbotschafterin. Ja, Sandra, wen haben wir denn heute hier alles bei uns? Das sind ja alles ehemalige Mitstreiterinnen von dir. Das ist, glaube ich, ein besonderer Tag für dich heute, mit vielen alten Kollegen heute hier auf unserer Respektbühne sein zu dürfen, oder? Also ich muss sagen, wir sind jetzt schon seit dem 11. hier auf der Messe und ich habe keine Abwertung für die anderen Tage, aber ich habe mich wirklich auf den heutigen Tag gefreut, weil ich sag mal, Fußball war mein Leben und ist mein Leben. Und wenn man dann wieder Spielerinnen trifft, mit denen man schöne Zeiten erlebt hat, wir haben einiges zusammen erreicht. Und ich glaube, diese Runde hat auch den Frauenfußball geprägt und deswegen habe ich mich sehr gefreut auf den heutigen Tag. Ja, ich fasse das nochmal zusammen. Sandra Minnert, unsere Respektschirmfrau, hier Steffi Jones, Inka Krings und Sonja Fuß. Ihr beide spielt noch beim FC Zürich, aber wir haben noch einen interessanten Mann hier bei uns in der Runde. Thomas Wag, eben noch in Bremen beim Pokalspiel Oberneuland gegen Borussia Dortmund. Ich habe ihn gestern noch im ZDF kommentieren hören und heute hier bei uns auf der Respektbühne. Ich finde mal generell einen Applaus für unsere tollen Gäste hier. Im Publikum sitzt Botschafterin Shari Reeves gestern hier bei uns auf der Showbühne. Eine tolle Performance mit unserem Poetry Slammer Tilman Döring abgehalten. Sie kommt diese nächste Woche nochmal zu uns. Und einen ganz tollen Gast, der heute auch hier bei mir auf der Respektbühne sein wird, um ca. 14.30 Uhr. Der Initiator der Respektinitiative, Lothar Rudolph, sitzt auch im Publikum. Applaus! Ja, dann legen wir mal los. Ich habe es ja schon gesagt, Sandra Minnert ist unsere Respektbotschafterin, unmittelbar nach ihrer Karriere, nicht ganz, als Fußballerin, aber auch Steffi Jones, für die, die es nicht wissen. Steffi hat auch schon für Respekt fungiert, auch als Botschafterin. Sie ist eigentlich die Vorgängerin von Sandra. Erzähl doch mal, wie kam das Come Together zwischen dir und der Respektinitiative? Ja, du hast ja gerade schon Lothar erwähnt, der irgendwann auf mich zukam und fragte, ob ich nicht als Schirmherrin mitwirken wolle für eine tolle Initiative. Und ich kannte ja diese Schilder, die wir hier haben, die ja schon an den Vereinseingängen dann auch immer hingen. Und somit war das eine Initiative, die ich gerne unterstütze, denn es geht um Werte, Respekt und da fiel es mir leicht mitzumachen. Also ich weiß nicht, wie viele Jahre ist es her, Lothar? Ich glaube fünf sogar schon. Ja, durfte ich mitwirken, war stolze Schirmherrin und jetzt hat Sandra mich abgelöst, mich abgegrätscht und jetzt ist sie Schirmherrin. Ja genau, wir sind ja im Fußball abgegrätscht, das passt wie die Faust aufs Auge. Aber auch hier mein Rechtsaußen, der Thomas Wag, der nicht nur ein berühmter Sportjournalist ist, sondern Thomas ist auch Respektbotschafter. Und erzähl du doch mal dein Come Together mit Lothar Rudolph. Das war ziemlich einfach. Ich fand bei mir im Büro so eine dicke Pressemappe. Da stand irgendwas drin wegen der Pressekonferenz und das war ziemlich gut aufgemacht und es war so ein Metallschild drin. Und ich denke mir, wenn jemand es schafft, so eine gute Mappe zu machen, dann fährst du da mal hin und guckst dir das an. Vielleicht fällt was ab fürs ZDF und du machst einen kleinen Bericht darüber. Der Erfolg der Geschichte ist, dass es mir so gut gefallen hat, dass ich die dann gleich richtig kennengelernt habe. Und dann habe ich gesagt, wenn ich euch irgendwie helfen kann, wenn ich eine Tür aufmachen kann, dann bin ich gerne bereit, da was zu tun. Der Erfolg der Geschichte ist, dass ich seitdem drinnen hänge und ich mache das unheimlich gern. Ja, und Sonja Fuß und Inka Krings hier zu meiner Linken. Auch du, Sonja, warst schon für uns aktiv. Das finde ich ganz toll. Also alles Botschafterinnen, die für uns arbeiten, die nicht nur sagen, ja, wir sind dabei, sondern die tun auch was. Auch du warst schon für uns aktiv. Kannst du es mal beschreiben? Du warst in Sprockhövel bei einer Aktion? Richtig, zusammen mit der Alexandra Popp, aktive Nationalspielerin. Und da ging es halt einfach wirklich die Botschaft des Respekts, des Achten von Menschen untereinander und dem Miteinander zu vermitteln und wie wir das im Fußball machen oder was man vielleicht durch die Mannschaftssportart Fußball damit auch bewirken kann. Genau, es war eine Aktion von der IG Metall. Die IG Metall ist unser Premium-Partner und da hat sich Sonja Fuß bereit erklärt, für uns zu agieren. Inka Krings, ihr zwei spielt in der Schweiz beim FC Zürich. Vielleicht beschreibt ihr mal ganz kurz, wie es fußballerisch in der Schweiz so vor sich geht. Ja, der Ball läuft da auch. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Es ist eine sehr junge Mannschaft. Trainerteam ist sehr engagiert. Wir haben wirklich alle Voraussetzungen dort, um richtig toll trainieren zu können. Sicherlich durch unsere Erfahrung können wir einige Werte auch vermitteln, die sie auch wirklich dankbar annehmen. Und von daher freue ich mich auf diese neue Herausforderung, bin sehr, sehr glücklich dort und ja.
genieße die Zeit. Ja, du bist ja noch aktiv Bestand der Nationalmannschaft, ist das richtig? Aber die Tage sind gezählt, oder? Die sind gezählt oder die, ja, das ist, ich habe meinen Rücktritt erklärt. Ich werde netterweise nochmal am 19. September in Duisburg, wo ich 16 Jahre lang gespielt habe, verabschiedet, wo ich mich auch sehr darüber freue. Und von daher freue ich mich jetzt dann danach natürlich auf meine Zukunft. Ja, also ein Termin, den Sie sich alle merken sollten. Inka Krings mit ihrem letzten Spiel. Am 19. September war das? Am 19. September in Duisburg. Alle kommen, um Inka nochmal zu sehen. Ja, wie gesagt, wir haben hier geballte Fußballpower. Sowohl Menschen, die oder Damen, die selbst gegen den Ball getreten haben, als auch Thomas, der ein absoluter Sportjournalist ist, ein absoluter Experte. Deshalb kann er auch hundertprozentig mitreden. Wir hatten ja letztes Jahr die WM hier bei uns im Lande, die leider nicht so verlaufen ist, Steffi, wie wir uns das so vorgestellt haben. Leider nicht. Nachdem im Endeffekt ja im Vorfeld mit euch allen ja so ziemlich vorher alles gewonnen wurde, was es so zu gewinnen gibt. Bei den Olympischen Spielen haben wir die Frauen leider auch vermisst. Die Männer waren übrigens auch nicht da. Aber woran liegt es, dass vielleicht die Erwartungen nicht so erfüllt werden konnten, wie es die meisten hier von uns gehofft haben? Also ich spreche jetzt mal von einer organisatorischen WM. Das Sportliche kann dann Inka gleich machen. Sie ist ja mittendrin gewesen. Also generell ist es so, dass wir wirklich den Wunsch hatten, eine tolle WM zu organisieren, dass wir weltweit ein weiteres Kapitel schreiben, dass wir einfach wirklich wieder gute Gastgeber sind, und das waren wir. Also rein organisatorisch gesehen haben wir volle Stadien gehabt, es ist alles aufgegangen, wir haben eine Wahnsinns-Vorbereitungszeit gehabt mit ganz, ganz vielen Terminen. Es waren alle Botschafterinnen, die unterwegs waren für den Mädchen- und Frauenfußball. Also erzählen wir nicht, die WM war nicht erfolgreich, das war sie auf der einen Seite. Nachhaltig war sie, wir haben in ganz, ganz vielen Ländern auch Türen geöffnet, wo mehr in den Mädchen- und Frauenfußball investiert wird. Also sie war erfolgreich. Sportlich gesehen darfst du jetzt die Inka fragen, warum und weshalb die Mannschaft sich so sehr unter Druck gefühlt gesetzt hat, wie auch immer. Das soll Inka aus dem Innenleben heraus der Mannschaft, kann sie, glaube ich, besser beschreiben. Also der Ball springt direkt über mich rüber zu dir. Ja, den habe ich jetzt auch dankbar angenommen. Ja, warum hat es nicht funktioniert? Ist immer wahnsinnig schwierig, letztendlich alles zu beschreiben. Es war ein Riesenhype. Ich bin davon überzeugt, dadurch, dass wir auch eine sehr junge Mannschaft hatten zu dem Zeitpunkt, dass der Druck von außen bei dem einen oder anderen sicherlich nicht ganz ins Positive übergeschlagen hat. Nichtsdestotrotz sollte man und darf man die anderen Länder mal nicht vergessen zu erwähnen, wie Japan, wie USA, die wahnsinnig aufgeholt haben, die tolles Turnier gespielt haben von Anfang an. Wir haben nicht von Anfang an ein gutes Turnier gespielt, kamen nicht gut rein. Und das ist ja das Schöne am Fußball und auch bei den Ländern letztendlich, die entwickeln sich nun mal weiter, und der Frauenfußball hat sich weiterentwickelt in den letzten Jahren, auch in den anderen Ländern, nicht nur in Deutschland. Und dementsprechend war es, glaube ich, trotzdem auch für mich ein tolles, erfolgreiches Turnier. Ich glaube, sowas erlebt man nie wieder. Und der Frauenfußball hat noch mehr an Akzeptanz gewonnen. Wir haben riesen Werbung gemacht, sogar in der Schweiz kam es an. Und von daher haben wir gegen einen, denke ich, absolut verdienten Weltmeister auch verdient verloren. Da gibt es auch gar keine Diskussion. Thomas, wir haben hier einen Sportjournalisten an der Seite, der das aus seiner Sichtweise mal, berühmten sogar auch noch, aus seiner Sichtweise mal schildern kann. Wie siehst du das? Was ist der aktuelle Status quo des Frauenfußballs? Wie würdest du den bezeichnen? Also ich glaube, bei der Weltmeisterschaft war es tatsächlich so, da ist ein Hype aufgebaut worden, der verdient war für alles, was die Organisation anbelangt hat. Das war vorbildlich. Auf der anderen Seite, wenn ich mich in eure Lage versetze, ihr habt keinen Tag die Zeitung aufgemacht, vor allem die Bild-Zeitung, ihr wart schwarz-rot geil, es war schon klar, dass ihr Weltmeister werdet. Das ist genau das passiert, was wir jetzt bei den Männern hatten. Die brauchten im Grunde auch nur noch Italien zu schlagen und waren durch. Das ist ein Trugschluss. Wir sind ein bisschen verwöhnt in Deutschland, weil auch der Frauenfußball jahrelang auf dem allerhöchsten Niveau gestanden hat. Man muss sich einfach mal daran gewöhnen, dass es dann plötzlich nicht mehr so läuft. Es gibt immer diese Phasen, da muss der eben rauskommen wieder. Zu den Ursachen kann ich nicht so viel sagen. Wir haben zwei Reporter, die machen das ganz gut, der Norbert Galeske und die Claudia Neumann. Die sind da auch ein bisschen dichter dran. Manchmal frage ich mich, vielleicht ist es ganz gut, wenn mal ein bisschen frisches Blut dazukommt. Auch ein Betreuerstab, aber darauf will ich jetzt eigentlich nicht näher eingehen. Das wisst ihr alles viel besser. Ja, dann spiele ich mal den Ball rüber zur Sonja. Du warst ja auch jahrelang dabei. Der Unterschied zwischen dem, was früher bei dir war
Da könnt ihr alle anderen natürlich auch mitreden. Und zwischen dem, was jetzt ist, Thomas sagte gerade, der Hype. Ja, ihr seid, was weiß ich, ihr seid ja eh schon Weltmeister. Aber gerade der Hype, das ist der große Unterschied, glaube ich, zu uns Männern. Die sind das gewohnt. Ist das vielleicht auch ein bisschen zu viel gewesen für die jungen Damen, dass die so im Fokus waren, dass die medial so reingeworfen wurden? Das war früher ja nicht so. Also ich war ja noch eigentlich dabei letztes Jahr und habe dann leider den Sprung unter die letzten besten 21 nicht geschafft und kann demnach schon beurteilen, wie der Hype so war, dann nicht bei den Spielen, die habe ich mir dann angeschaut. Der war natürlich sehr groß und es war definitiv so, dass eigentlich ganz Deutschland geglaubt hat, dass wir Weltmeister werden und ein bisschen wirklich vergessen hat, dass sich alle anderen weiterentwickeln, wie Inka das eben erwähnt hat. Und es läuft halt nicht immer so, wie man es haben möchte. Und ich finde, dass der Druck bestimmt einigen jungen Spielerinnen schwergefallen ist, aber ich hatte eigentlich die ganze Zeit das Gefühl, dass das eher motivierend gewirkt hat. Wie Steffi auch erwähnt hat, also ich muss sagen, die WM war eine tolle Zeit, es war eine tolle WM gewesen, wir haben uns super drauf vorbereitet, die Mädels haben, ich will das ja auch nicht abwerten, die haben bestimmt ihr Bestes gegeben. Natürlich, als außenstehende ehemalige Spielerin möchte ich auch mal gerne halt auch was dazu sagen, vielleicht was nicht immer so vielleicht gut rüberkommt. Wir müssen auch mal bis vielleicht ins Negative reingehen. Wenn ich samstags bei einer WM im eigenen Land wir als Botschafterin unterwegs sind am Potsdamer Platz und natürlich noch Werbung machen für das nächste Spiel und ich dann Spielerinnen sehe, die unterwegs sind in der Stadt, da habe ich schon gedacht, ist das tagsüber jetzt... Tagsüber oder nachts? Es war mittags. Das soll jetzt nicht abwehren sein. Jeder verarbeitet es ja anders. Jeder geht mit der Situation andersrum. Man will ja auch nicht verurteilen, wenn jemand lieber draußen spazieren geht. Der andere liest lieber ein Buch, der andere guckt gerne Fernsehen. Aber es war halt für mich eine komische Situation. Ich wusste da in dem Moment nicht, wie ich reagieren soll. Fand ich das jetzt gut oder fand ich das nicht gut? Deswegen, es ist eine neue Generation angebrochen, sie verarbeiten das vielleicht anders. Ich hätte mir vielleicht eher gewünscht, sie sind im Hotel, gemeinsam gehen einen Kaffee trinken, aber nicht mitten auf der Fanmeile sich da positionieren. Ist natürlich auch gut für den Frauenfußball, weil wir an die Leute ran wollen, dass wir präsent sind. Ich denke, wir vier, die hier sitzen, haben den Frauenfußball noch anders erlebt und wissen, wo der Frauenfußball herkommt. Und die ganzen jungen Mädels, die jetzt in diesen Hype sozusagen reingeboren werden, reingetragen werden, die wissen gar nicht, was es heißt, etwas für einen Frauenfußball zu tun. Die nehmen das quasi als Geschenk und teils kommt es ja auch von außen so rüber, als ob man ein Megastar ist und vergisst, dass Frauenfußball immer noch Frauenfußball ist und noch einen längeren Weg vor sich hat. Ja, aber die Zeiten ändern sich. Ich finde das sehr, sehr interessant. Ich kann das nicht so beurteilen. Thomas hat ja auch schon so ein bisschen was gesagt, wie er das so sieht und seine Kollegen, Claudia Neumann. Das ist ein ganz interessanter Aspekt mit der ganz jungen Generation, den wir ja jetzt bei Olympia auch gehabt haben. Es gibt ja schon Fernsehsendungen, die heißen Generation Weichei, weil man sagt, die ganz junge Generation, die Leistungssportgeneration, ist nicht mehr so bereit, sich zu quälen oder auf die ganzen Mechanismen vom Leistungssport einzulassen. Da ist möglicherweise was dran. Also ich habe noch nicht drüber nachgedacht, kann aber gut sein, denn bei Olympia haben wir es ziemlich deutlich gesehen. Jetzt bist du wieder dran, Carmen. Jetzt bin ich wieder dran. Wir sind ja hier auf unserer Respektbühne und wir bringen auch immer so ein bisschen was mit. Wir sind eine Initiative. Ich nutze jetzt einfach mal die Gelegenheit, um mal zu erklären, was der Unterschied einer Initiative und einer Kampagne ist. Wir haben einen Startschuss, aber unser Ende ist offen. Und mit euch können wir das Ende oder das Ganze, den ganzen Inhalt noch viel, viel schöner füllen. Wir haben auch immer ein bisschen was mitgebracht. Und gerade weil wir heute so viele Gäste haben, möchte ich mal ein bisschen zeigen, was wir in der Schublade haben. Wir haben unter anderem unter www.respekt.tv kann man sich dieses tolle Medikament hier kaufen. Das heißt Antiidiotikum. Der Mann, der da im Publikum sitzt, Lothar Rudolf, der hat das sich ausgedacht. Das ist ein Wirkstoff zur Steigerung niedriger Intelligenzquotienten. Und wir haben einen tollen Botschafter, der hat bezüglich dieses Antiidiotikums einen tollen Spot kreiert. Und meine liebe Kollegin Christina wird uns jetzt mal zeigen, wie dieser Spot aussieht. Kennen Sie das? Niedriger IQ und fehlende Ausbildung führen oft zu heftigem Rassismus und Vorurteilen. Ja, aber gibst du da nichts von rational? Natürlich! Das neue Antiidiotikum.
Mit seinen Wirkstoffen Respekt und Toleranz führt Antiidiotikum sofort zu einer spürbaren Steigerung der emotionalen Intelligenz. Sogar in Härtefällen. Überdosierung ausgeschlossen. Antiidiotikum, Ihrer Umwelt zuliebe. Vielen Dank an Bülent Ceylan für diese professionelle Umsetzung bezüglich unseres Antiidiotikums. Und diesen Ball möchte ich jetzt weiter aufnehmen. Das Thema Rassismus wird bei den Männern immer behandelt. In Italien gibt es diesbezüglich viele Diskussionen. Wir haben es bei der EM rund um Balotelli gesehen. Der schießt sein Land ins Finale, aber den mögen sie da irgendwie nicht. Wie sieht es denn mit Rassismus beim Frauenfußball aus, Steffi? Also wir haben jetzt noch nicht so viele Probleme gehabt. Ich meine, ich als farbige Spielerin habe das dann schon in meinen jungen Jahren ein-, zweimal erlebt. Aber da haben meine Mitspielerinnen sich für mich eingesetzt. Also im Frauenfußball kommt es nicht so häufig vor, aber ich denke, dass es immer ein Thema ist und dass wir deswegen auch da keine Unterschiede machen sollten, ob es bei den Männern oder Frauen vorkommt, sondern wenn es vorkommt, dann müssen wir uns alle dagegen wehren und deswegen spielt es eigentlich keine Rolle, ob Männer oder Frauen betroffen sind. Inka, du bist jetzt ja noch dabei bis zum 19. September bei der Nationalmannschaft. Wird das in irgendeiner Form mit euch diskutiert? Wir haben ja gerade über die neuere, jüngere Generation gesprochen. Da tut sich ja auch was. Da gibt es ja auch viele Migranten, die da mitspielen. Wird das in irgendeiner Form diskutiert? Eigentlich überhaupt nicht, weil es sind unsere Mitspieler, sie sind Deutsche letztendlich, spielen für Deutschland. Wir wollen alle das eine, nämlich den gemeinsamen Erfolg. Und von daher war es bei uns bisher nie ein Thema. Sandra, du hast ja jetzt durch deine Schirmtätigkeit und deine Funktion hier als Initiatorin und als Schirmfrau bei Respekt. Wie hat sich da dein Verhältnis zu deiner Nationalmannschaft geändert? Oder inwieweit konntest du unsere Initiative auch so ein bisschen in die Nationalmannschaft, in den Frauenfußball reintragen? Ich glaube, Inka hat ja das Richtige schon gesagt. Wir waren ein Team, wir haben alle an einem Strang, weil sonst kannst du mit so einem großen Team nichts erreichen. Rassismus eigentlich, ich sag mal, weniger. Für mich sind so kleine Punkte. Deswegen habe ich auch gesagt, ich möchte mich für die Initiative einsetzen. Ich weiß nicht, wie es den ehemaligen Spielerinnen geht, wenn der ein oder andere vielleicht jemanden mal wieder trifft. Man wäre eigentlich gerne mit im Boot und es geht so an einem vorbei. Also das hat mich auch, ich wollte diese positiven Sachen, die ich erlebt habe, mitnehmen hier rein. Aber es hat mich auch geprägt, dass ich jahrelang gespielt habe und Spielerinnen auf einmal ganz ohne Worte an einem vorbeigehen und noch nicht mal mehr guten Tag sagen können. Weißt du, das ist für mich dann auch, wo der gewisse Respekt einfach verloren gegangen ist, wo ich einfach sage, wie schätze ich die Jungen jetzt ein? Sind sie eigentlich eher schüchtern? Wollen sie eigentlich ansprechen? Oder ist das einfach eine andere Generation? Also das hat mich schon ein bisschen traurig gemacht. Also das gebe ich auch offen und ehrlich zu. Man war unterwegs, wir haben den Frauenfußball gekriegt, wir waren für die WM unterwegs. Und dann geht viele Sachen einfach auf diesem Weg verloren. Und das hat mich schon ein bisschen traurig gemacht. Also man muss immer irgendwo dranbleiben. Deswegen wirklich freue ich mich heute, das ist nicht einfach so dahingesagt, dass ihr hier seid, weil man einfach wieder sieht, es ist doch einfach mal wieder toll, zusammen zu sein. Wie würdest du Respekt definieren? Also Respekt bedeutet für mich ganz einfach, meine Mitmenschen zu achten, egal welche Stärken, welche Schwächen sie haben. Jeder hat Stärken und Schwächen und so zu einem harmonischen Miteinander zu finden. Dann gibt man. Stimme ich zu? ja, ich denke, Respekt kriegt man durch den Sport wahnsinnig toll vermittelt, weshalb ich auch jedem empfehlen würde, Sport zu treiben. Für mich letztendlich heißt Respekt auch, einen zu respektieren, zu akzeptieren. Es gibt nun mal Menschen mit mehr Schwächen. Wir sind alle Menschen, die Fehler haben und von daher sollte man jeden so akzeptieren, wie er ist. Steffi? Ja, das ist ja total schwer, weil da ist ja schon fast alles gefallen. Ich würde letztendlich sagen, Respekt ist einfach keine Unterschiede zu machen, wo man herkommt, wie man aussieht, dass man seine Mitmenschen liebt und schätzt und so nimmt, wie sie sind. Und der Mann in der Runde, der darf auch was dazu sagen. Ist alles gesagt. Respekt ist ein ganz großes Wort, ein großer Begriff. Man muss ihn verinnerlichen. Ich bin jemand, der nicht christlich erzogen worden ist und auch Probleme hat, an irgendwas zu glauben, was er nicht anfassen kann und was er nicht beweisen kann. Aber wenn ich Respekt verinnerliche, dann brauche ich die 10 Gebote nicht, denn da steckt alles drin in diesem einen Wort. Ich muss es nur verinnerlichen und praktizieren.
Also ich finde allgemein Applaus für alle Statements, nicht nur von dir, Thomas. Das fand ich richtig klasse. Ja, wir sind jetzt nun am Ende. Es ist aber noch die Möglichkeit bestehend, das ein oder andere Foto zu machen oder von meinen tollen Gästen auch Autogramme zu erhaschen. Deshalb bitte ich jetzt zum Schluss, unsere Abschlusshymne sozusagen nochmal abzuspielen. Kay Ree mit ihrer Sicht der Dinge zum Thema Respekt. Vielen Dank für den tollen Talk und um 14.30 Uhr geht es weiter. Da sitzt sogar der Initiator in der Runde. Ich bedanke mich für die tolle Runde und bis später. Ciao. So, wir machen jetzt noch ein Familienfoto. Hast du gut gemacht. Zeit war reif, einen Song zu schreiben, mit dem wir Grenzen überschreiten. Deine, meine, ihre, seine, jedermann.